Was geht, meine Brüder und Schwestern? Willkommen zu einem neuen Vlog Indonesia Edition und zwar auch mit Gang Edition. Und wir haben einen geilen Plan am Start auf jeden Fall. Ich zeige euch erstmal kurz die Villa. Das war hier unser Pool. Und ja, hier haben wir meinen 30. gefeiert. Ich zeige euch jetzt erstmal die Gang, die wir hier am Start haben. Da haben wir einmal Fapsel. Servus. Mein Babe, die kennt ihr ja schon. Dabei. So, und wo ist die letzte im Bunde? Ich auf der Toilette. Perfekt, arschgeil. Und ja, wir haben was richtig Geiles vor. Und zwar wollen wir in den nächsten 8 Tagen 4 Inseln hier besuchen, die um Bali rum sind, die Gili-Inseln und Nusa Penida. Und jetzt geht's erstmal auf die Fähre, Roller besorgen, auf der Insel, Unterkunft abchecken und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen uns dann gleich am Pier. Bis dahin, peace. Alright, wir sind am Pier nach unzähliger Action und gleich geht's los. Let's go! Wir waren insgesamt auf 2 Inseln, die wir von Bali aus innerhalb von ein paar Stunden mit dem Speedboot erreichen konnten. Dabei war Nusa Penida und die 3 berüchtigten Gili-Inseln. Wir haben die knappe Woche, die wir dort waren, auf der äußersten Insel verbracht, Gili Travangan oder unter Locals auch als Gili T bezeichnet. Unsere einzige Mission auf dieser Reise war es, die Unterwasserwelt zu erkunden. Deswegen haben wir nicht wirklich viel mit der Kamera gesprochen, aber stundenlang Unterwasseraufnahmen gemacht. Natürlich konnte man hier und da auch gut Party machen oder auch abends die ein oder andere magische Nacht am Lagerfeuer verbringen. Eins steht fest, wir haben durch diese Reise richtig gute Freunde gefunden. 4 Wochen gemeinsam auf Bali, tägliche Ausflüge und Abenteuer schweißen einen richtig zusammen. Tägliche Deep Talks lassen einen erkennen, dass man irgendwo seelenverwandt ist. Natürlich haben wir auch Affen gesehen, doch wir hatten irgendwie das Gefühl, dass sie mehr an unseren Wertgegenständen interessiert waren als an uns. Der nimmt dein Handy raus, glaube ich. Aber wie gesagt, unsere Mission war es, die Unterwasserwelt zu erkunden. Vor allem, um die Meeresschildkröte in freier Wildbahn anzutreffen. Denn auf Gili T und Umgebung findest du die an jedem Riff. Und damit viel Spaß mit dem ersten Edit. Alright. 2. Tauchspot. Ja! With this feeling, I can leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear its call? Do you want a part of it? Just get me a ball now. Heart, counting trees.
Chillt einfach schon seit einer halben Stunde bei uns. Oh. Und chillt an uns am Körper. Das sieht so geil aus, wenn du schwimmst und der an deinem Bein so mitschwimmt. So. Ja, Mann. So geil. Ich Alright, Leute, wir haben einen Plan. Also hier runter, hier rein, hier vorne und nicht hier vorne rein. Das ist der Plan. Werden wir jetzt machen, oder? Alter. Ich einfach, ihr wollt da ernsthaft rein, Junge? Boah, weiß ich nicht. Da hinten ist nämlich dieser Wirbel. Und hier sollte sie gar nicht so unrecht haben, denn danach haben wir einfach herausgefunden, dass seit 2016 insgesamt 4 Menschen an diesem Spot gestorben sind. An dem Tag sah es jetzt nicht so krass aus und wir wussten das nicht, aber ja, sieht selbst.
Nichts leichter als das. Alter. Schaut ziemlich easy aus. Ach, du Scheiße. Fuck off, Alter. Ach, du Scheiße. Boah, schau ihn an. Charmeur. Gentleman. Ja, so. So muss es sein. So. So. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Wie kommt man da rein? Muss man hier so runterklettern oder was? Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal. Ich schau mal, wie das hier funktioniert. Alright, dann erstmal eine kleine Erfrischung, oder? Ja, geil. Was poppen? Achso, wir müssen uns treiben lassen jetzt, oder? Ja. Alles klar. Perspektivwechsel von oben und zwar jetzt. Wie das zurückgeht jetzt hier. Jetzt ist es einfach hier, keine Ahnung, 10 Meter weiter unten. Holy shit. Was zum ist das geisteskrank. Jetzt habe ich mir ganz kurz ein bisschen eingeschissen, um ehrlich zu sein. Das war ja klar, Digga, wenn wir vorne stehen, weißt du? Boah, das ist schon krass, oder? Das kommt auf Kamera halt gar nicht so rüber. Ja, aber wenigstens kann die Strömung dich dann nicht mehr mit rausziehen, ey. Sonst wäre es richtig. Sonst wäre es richtig gefährlich, ey. Ja, das wäre richtig gefährlich, ja. Alle sind weg. Alle sind weggegangen, Junge. Nur noch die beiden stehen da, weil sie zwei Leben haben wohl. Alright, auf dem nächsten Boot. Jetzt geht's auf die nächste Insel. Let's go! So, wie ist es mit dem Koffer zu reisen? Scheiße. Warten wir mal. Ah, ein bisschen verschwitzt, aber jetzt geht's weiter. Und du fällst? Perfekt, oder, Bro? Komplett. Alright, nächster Spot, Gili Islands. Schauen wir mal, wie es hier unter Wasser aussieht. Thank you.
Alter! Oh mein Gott, wie geil!